Geht's mit den beiden in der Tabelle aufwärts? Mit Sicherheit, davon bin ich 100% überzeugt. In der kommenden Saison stehen sie bei Werder nach vielen Jahren wieder gemeinsam auf dem Platz, Max Kruse und Martin Hanik. Und hier hat damals alles angefangen. Wir befinden uns hier auf der Anlage des SC Vier und Marschlande im Hamburger Osten. Es sind hinter mir in etwa, ja, ich würde sagen, 200 Meter Luftlinie bis zur Elbe. Bezirk Bergedorf, Vier und Marschlande, der Ortsteil. Heute ist das Kunstrasen. Früher war das hier alles Grand, als Max und Martin in der C-Jugend das erste Mal gemeinsam Fußball gespielt haben. Damals schon im Verein und heute immer noch in Amt und Würden ist Sigi Niemand, der hier neben mir steht. Ja, Herr Niemand, wie war das damals mit Max und Martin beim SC Vier und Marschlande? Ja, die Rote Erde sind sie angefangen, schon Martin als F-Jugendspieler und in der C-Jugend ist Max dazugekommen. Ja, und dann ging das seinen sozialistischen Gang. Sind aufgestiegen in die C-Jugend-Sonderstaffel und dann bis in die Regionalliga. Gab es diesen einen berühmten Moment, an dem Sie gemerkt haben, oha, da haben wir aber zwei Spieler im Verein, die im weiten Umkreis kein anderer hat? Das kristallisierte sich schnell raus. Und die Erfolge haben es ja dann gezeigt. Was hat die beiden ausgezeichnet? Martin der Torjäger, Max der Vorlagengeber oder wie war die Rollenaufteilung? Wie ist es gelaufen? Ja, in etwa so ein richtiges Sturmduo und die haben schon die Spiele gestaltet. Wie stolz sind Sie denn als heute immer noch Fußballobmann, damals schon Fußballobmann 2, mittlerweile Bundesliga-Stars hier hervorgebracht zu haben? Ja, das ist natürlich ein Event, das hat nicht jeder Verein, schon gar nicht ein Landverein so wie wir. Da sind wir schon stolz drauf. Zumal wir ja auch im weiteren Verlauf noch zwei Jugendspieler, nicht ganz so hoch, aber die haben wir auch rausgebracht. Nils Pichino und Anna Hepfer. Traue ich mich hier bei einem Hamburger Verein eigentlich kaum zu fragen, aber jetzt mit Max und Martin bei Werder schlägt das Herz in der neuen Saison wenigstens ein Stück weit grün-weiß? Ja, ich bin da sehr neutral. Ja, schon, natürlich. Ne? Man muss sich das dann schon angucken. Und da ich auch guten Kontakt zu ihm habe, wird das auch dabei bleiben. Stichwort Kontakt, wie eng ist der? Sind die regelmäßig hier? Gucken sich auch mal ein Spiel der ersten Herren an? Oder ja, wie nah sind die beiden Profis noch an ihrem Heimatverein? Ja, Martin ist sehr eng, er unterstützt uns, er ist sehr sozial eingestellt und das beste Beispiel ist unsere neue Flutlichtanlage, war ja auch Schirmherr, vor 2 Monaten ist sie eingeweiht worden und das war schon ein guter Auftritt. Das stört uns eine kleine Biene, aber da lassen wir uns nicht groß von ablenken. Ja, das war schon ein großer Auftritt, den er gezeigt hat und die Resonanz ist auch dementsprechend. Ja. Okay, bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch die Frage, die beiden jetzt für Werder im grün-weißen Trikot. Wie viel Freude werden die Bremer an den beiden haben? Geht's mit den beiden in der Tabelle aufwärts? Mit Sicherheit, davon bin ich 100% überzeugt. Was muss Werder denn dafür tun? Brauchen die ein spezielles Wohlfühlumfeld oder reicht das beide in einer Mannschaft und dann kann gar nichts schiefgehen? Also ich glaube, das braucht Werder noch nicht mal gewährleisten. Das ist ja eigentlich schon vorhanden. Die beiden sind ja damals angefangen bei Werder und kennen das Prozedere und denke mal, sie werden sofort Fuß fassen und Vollgas geben.